Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und ich habe heute ein Aufgebraucht-Video für den Monat, für den Monat Februar. Und ja, ich zeige euch nicht alles, was ich aufgebraucht habe, sonst wird das Video viel zu lang. Zum Beispiel hier eine Tönung oder ja, was mein Mann aufgebraucht hat, das kommt alles schon mal weg. Ich zeige euch einfach die wichtigsten Sachen, die vielleicht euch interessieren könnten. Und wenn euch das wirklich interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Fangen wir einfach mal mit der Bodylotion an. Das ist von Yves Rocher in der Duftrichtung Lavendel. Und ich mag Lavendel, also der Duft war super. Die Pflege war okay. Also es ist jetzt nicht so, dass sie wirklich so super pflegend ist, aber für mich hat es wirklich gereicht und die zog sehr schnell ein und kann ich mir weiterempfehlen. Allerdings würde ich sie mir jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil ich noch andere Produkte austesten möchte. Aufgebraucht Aloha Body Splash mit der Duftrichtung Monoi oder Monoir. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich habe es immer noch nicht rausgekriegt. Von der Firma De Bruyère. Und das war in einer Glossy Box. Ich fand den Duft wunderbar. Das riecht nach Meer, nach Urlaub, nach Sonne, nach Strand. Und ja, ich habe jeden Tag benutzt und jetzt ist es weg. Schade eigentlich. Dann haben wir hier aufgebraucht, mein Mann und ich, von Dresdner Essence die Badekristalle. Die kann ich jedem empfehlen. Die sind wunderbar. Die geben einem auch Schaum ins Badewasser, also nicht so extrem, aber es schäumt auf jeden Fall und die Düfte sind phänomenal. Kaufe ich mir immer wieder nach. Was ich jetzt nicht so toll fand vom Duft, sind diese hier in der Duftrichtung Thymian und Honig. Ich finde, die riechen ziemlich stark nach nach Kräutern, aber so richtig stark nach Kräutern. Aber ich denke, Abwehrkräfte ist klar, dass das eher so Gesundheitsbäder sind. Und ja, in der Erkältungszeit finde ich sie okay, aber so jetzt mal zwischendurch nicht unbedingt, weil mir der Duft nicht so gefallen hat. Dann habe ich natürlich auch nicht nur Dresdner Essenz aufgebraucht, sondern auch von Kneipp. Auch diese Badekristalle. Und die kann ich auch super empfehlen. Also die Düfte fand ich wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Von TTZ habe ich auch noch das Detox Green aufgebraucht. Das ist ein richtiges Gesundheitsbad. Ich fand es ganz okay. Vom Duft her nicht so unbedingt mein Fall, aber es ist ja auch kein Dufterlebnisbad, sondern ein Gesundheitsbad. Und ich fand aber, dass dieser hier so wirklich ziemlich stark die Haut ausgetrocknet hat, hatte ich das Gefühl. Also ich musste mich danach richtig, richtig dolle eincremen. Aber es ist halt ein basisches Badesalz mit hautreinigender und entsäuernder Formel. Ich denke, dass vielleicht liegt das daran. Aber ich würde mir jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier einmal Pflegegeheimnisse in der Duftrichtung Kokos. Das war in einer Box drin. Die habe ich, also die ist wirklich sehr, sehr ergiebig. Die haben wir alle zusammen aufgebraucht. Und meine Kinder hauptsächlich. Aber nicht zum Eincremen, sondern sie haben Experimente gemacht. Und zwar haben die versucht, Knete zu machen mit dieser Bodylotion. Und haben die auch sehr gut hingekriegt. Ja, die Knete roch einfach richtig toll nach Kokos. Ja, aber ich würde mir jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil die Pulle einfach zu groß ist. Und ich mag lieber so ein bisschen die Abwechslung zwischen den Bodylotions. Ja, kaufe ich mir nicht nochmal nach. Eine Handcreme von der Apothekenmarke NYX, Rêve de Miel. Fand ich sehr gut, weil der Duft ganz toll war, die Pflegewirkung war sehr schön und langanhaltend und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Von Terra Naturi, das ist eine Müller-Marke,
Naturkosmetik, eine Cremedusche. Verwöhnmomente. Ich fand die gar nicht gut, weil ich danach, nach dem Duschen, kein gepflegtes Gefühl hatte. Also ich habe das Gefühl gehabt, die macht überhaupt nicht sauber. Ich finde es einfach schade, weil für mich persönlich, weil ich doch auf Naturkosmetik umsteigen wollte, aber es stellt sich heraus, dass ich nicht mit allen Produkten, die ich mir gekauft habe, klarkomme. Für mich kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich nämlich noch eine, und zwar von La Vera. Baby- und Kinder-Sensitive-Waschlotion und Shampoo. Meine Tochter ist damit überhaupt nicht klargekommen. Die hat, also ich habe ihr damit die Haare gewaschen und am nächsten Tag kam dann die Erzieherin zu mir und sagte, ob wir vielleicht das Shampoo umgestellt hätten. Und ich so, ja, haben wir. ja, weil die Kleine hat sich ständig am Kopf gekratzt und hatte halt rote Stellen. So. Und ich kann das eigentlich nur dem hier zuschreiben. Danach hatte sie diese Kopfjucken, Hautjucken nicht mehr. Von daher ist das für mich leider kein Nachkaufprodukt. Balea Maske, Tuchmaske Be a Tiger, eine LE. Die gibt es aber, glaube ich, noch im DM. Würde ich mir nachkaufen, weil ich fand sie richtig interessant und meine Kinder fanden das auch ganz toll, wie ihre Mama da saß mit dieser Maske auf dem Gesicht in der Badewanne. Und ich finde das Design einfach total süß und ja, zudem dann auch noch die Pflege. Die Maske ist wirklich sehr gut getränkt und ja, also die Maske kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen und würde sie mir eventuell auch nachkaufen, wenn ich nicht schon so viel Masken in meinem Backup-Sammlung hätte. Dann diese Maske, das ist die Misha-Maske, über die ich auch eine kleine Review gemacht habe, verlinke ich euch da oder da. Und ja, ich kann sie empfehlen, wenn man sie abends nimmt und dann den schmierigen Film, der noch danach überbleibt, wenn man die dann über Nacht dann einziehen lässt. Und danach hat man einfach eine wunderschöne weiche Haut. Ja, ich habe ja noch einige Masken bei mir in der Reserve und nachkaufen würde ich sie mir deswegen nicht, aber empfehlen kann ich sie auf jeden Fall. Das hier ist ein Schleimbad. Schleimbad, nicht Schlammbad, Schleimbad. Für meine Kinder war das ganz, ganz toll. Und zwar von der Firma Simba. Meine Kinder waren da einfach heiß drauf. Die wollten das unbedingt austesten und haben die gemacht. Die waren auch sehr begeistert. Ich habe mir das aber anders vorgestellt. Ich dachte wirklich, die Kinder baden in Schleim. Also richtig, wie soll ich sagen, glibberigen, festeren Schleim. Aber in der Badewanne war es so, dass der Schleim zwar da war, aber es war relativ flüssig. Trotzdem, wenn man da mit der Hand durchgegangen ist, durch den Schleim oder durch das Wasser, hat sich dann auf der Hand dieser Schleim gebildet. Es war schon ein recht interessantes Gefühl, wie ich von meinen Kindern gehört habe. Aber trotzdem ist mir das zu teuer und das kaufe ich mir nicht nochmal nach. Dann habe ich hier ein Lippenpeeling von Love Cosmetics. Kann ich nicht weiterempfehlen. Es ist ein Stift und wenn man den Stift dann einmal hier unten aufdreht, dann kommt dann das ganze Produkt hier oben raus, was man braucht, um seine Lippen zu peelen. Man kann es hier auftragen. Ich habe es aber mit dem Finger entnommen und dann auf meine Lippen eingerieben. Ich fand das Gefühl nicht so schön, also es hat wohl die Lippen gepeelt, aber es war mir einfach zu cremig, also es hat einfach einen zu cremigen Film hinterlassen, den man so nicht abkriegen konnte und gut, über Nacht ist das okay, wenn man dann abends seine Lippen peelt, ich habe es aber halt mehr tagsüber oder morgens benutzt und ja, diese Creme, die ging einfach von den Lippen nicht ab. Ich konnte da auch mit Seife drüber gehen, ging irgendwie nicht. Ja, ich würde selber nicht nochmal nachkaufen. Das war jetzt mein Aufgebrauch-Video für den Monat Februar. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.